Also dieser rote Fleck da unter der rechten Schulter, den habe ich jetzt schon eine Woche. Der wird größer statt kleiner und juckt ein bisschen. Was das wohl ist? Am Rand ist es ein bisschen schuppig. Komisch. Phoebe! Kannst du mal schauen, der Fleck an der Brust unter dem Schlüsselbein, den habe ich jetzt schon seit einer Woche und der wird langsam größer, kommt mir vor. Und der juckt auch ein bisschen. Ich habe so eine Pflegesalbe raufgegeben, aber jetzt juckt er noch mehr. Mal gleich zum Arzt zu gehen, kommt mir blöd vor. Was sagst du als Medizinstudentin? Fehlt dir sonst noch irgendwas? Nein, eigentlich nichts. Nur am Abend habe ich ab und zu das Gefühl, so, dass ich müder bin als sonst. Und ein Gefühl so leicht fiebrig, aber wenn ich dann messe, ist nichts. Sonst vielleicht ein bisschen Halsweh und meine Lymphknoten kommen mir größer vor als sonst. Ja, also gefährlich schaut es nicht aus für mich, aber was genau das ist, kann ich nicht sagen. Kannst du ja mal googeln. Hallo. Hi du, wie geht's dir? Ein bisschen einen Husten habe ich, aber sonst nichts. Aber jeder, der letzte Woche auf der Party gewesen ist, hat einen Husten. Bist du etwa auch krank? Einen roten Fleck habe ich und an zwei, drei anderen Stellen. Am Körper juckt's auch. Könnte sein, dass da was kommt. Und etliche Flecken habe ich, die jucken gar nicht. Sind jetzt kleiner als der erste. Aber es werden immer mehr. Kommt mir vor, als stehen sie in so Linien am Rücken, hat zumindest mein Freund gesagt. Die sehe ich ja nicht. Und ich habe ganz leicht Fieber und Schnupfen. Juckt's stark? Naja, nach dem Duschen, da wird alles rot. Dann juckt's, aber sonst eher nicht. Das wird bestimmt ein Nesselausschlag sein. Du hast doch als Kind schon ständig einen Nesselausschlag gehabt. Du wirst dich wahrscheinlich nur nicht dran erinnern. Du warst allergisch auf absolut alles. Auf Erdbeeren, auf Kiwi. Ja, aber hat man da nicht viele Flecken? Die stark jucken? Keine Ahnung. Bin ich Arzt? Mein einziger, definitiver Fleck juckt wenig. Und warum regst du dich dann so auf? Weil er schuppt und ich habe nachgefragt und nachgelesen. Und schuppige Flecken nach Halsweh? Das kann eine Schuppenflechte sein. Eine Schuppenflechte mit einem Fleck? Das ist aber auch komisch. Alles fängt klein an. Und was ist, wenn dein Ausschlag und dein Halsweh überhaupt nicht zusammenhängen? Hast du dir schon mal überlegt, ob du vielleicht irgendwo einen Pilz eingefangen hast? Ja klar, ich bin schon am Überlegen, wer alles Tiere von meinen Bekannten hat. Oh je, jetzt bin ich voller Flecken. Kleiner zwar, aber sie jucken ein bisschen. Und vor allem so viele. Wie soll ich so unter die Leute gehen, wenn ich das im Gesicht kriege? Aber jetzt werde ich wirklich bald zum Arzt müssen. Jetzt wird mir meine Mitbewohnerin als Medizinstudentin schon ein paar Tipps geben. Hi du! Hi! Du, ich habe gehört, du erkundigst dich wegen Pilz bei Haustieren. Ich war mit meiner Katze beim Arzt, weil der das Fell ausgefallen ist. Ja? Und der hat zu mir gesagt, dass sie unter anderem einen Pilz hat. Ja, er war irgendwie verwundert, dass ich den nicht auch habe. Oder zumindest merke ich halt nichts davon. Du warst letzte Woche bei meinem Geburtstagsfest und du hast die Katze gestreichelt. Du meinst die Party, wo jetzt alle krank sind? Ja, aber die Katze hat euch sicher nicht alle mit Pilz angesteckt. Nein, da ist irgendeiner mit einer Verkühlung dahergekommen. Es gibt einfach Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und jetzt, nur weil irgendeiner seiner Mutter gesagt hat, dass er einen Ausschlag wie Masern hat, kriegt er alle die Panik. Ich meine, der hat nichts. Keine Bindehautentzündung, kein Fieber, kein Husten. Reine Hysterie ist es. Naja, Masern, da habe ich keine Angst jetzt. Aber Röteln könnte ich nicht gebrauchen. Ich meine, man weiß ja nie sicher, ob man nicht schwanger ist.
Du, sei mal bitte nicht böse. Aber ein Pilzausschlag und Röteln sieht nicht gleich aus, ja? Ich meine, ich kenne mich nicht viel aus, bin kein Arzt, aber das traue ich mich zu sagen. Ja, da hast du recht. Aber diese Ausschläge wechseln ja ständig. Am Anfang war nur ein größerer Fleck. Jetzt sind es Dutzende, kleinere und sie gehen nicht weg. Wo? Brust, Rücken, Oberschenkel, ja fast schon bis zu den Handgelenken. Wenn das so weitergeht, habe ich das morgen auch schon im Gesicht. Wir hören uns, Baba.